Guten Abend, Leute, und willkommen zur nächsten Disziplin. Ja, und das wird eine der beiden Disziplinen mit den meisten Entscheidungen, mit den meisten Goldmedaillen sein. Insgesamt gibt es beim Langlauf, das ist die heutige Sportart, 12-mal Gold. Und ja, erstmal möchte ich ein bisschen was zu den einzelnen Disziplinen sagen. Ja, da haben wir einmal den Sprint. Da beim Sprint, das ist eigentlich somit das Spannendste, da haben wir immer 4 Läufer. Und die laufen quasi ein Rennen. Die besten beiden Läufer kommen in die nächste Runde und so weiter und so fort, bis wir dann das Finale mit letztendlich 4 Läufern haben. Und ja, aus diesen 4 Läufern werden dann quasi die Goldmedaille, die Silbermedaille und die Bronzemedaille ausgelost. Und leider, ja, der Letzte bekommt dort leider gar nichts. Diesen Sprint, den gibt es auch im Team. Das heißt, jede Nation bekommt dann natürlich nur ein einziges Team. Sonst wäre es ja unfair, wenn wir 3-mal Norwegen hätten und nur einmal Finnland, wie auch immer. Ja, auch hier wird quasi gegeneinander gefahren. Es gibt immer 2 Fahrer, 6 Runden. Eine Runde ist so lang wie eine Einzelsprintstrecke und der eine Fahrer muss die Runden 1, 3, 5, der andere Fahrer die Runden 2, 4, 6 machen und hier wird direkt im Halbfinale begonnen. Es gibt immer 10 Nationen, die hier dann teilnehmen. Ja, dann haben wir noch ein Einzelrennen, das ist quasi immer über 10 oder 15 Kilometer. Da läuft man dann gegen die Uhr. Einzelstart, das heißt, man hat immer 30 Sekunden Abstand zwischen den Läufern. Das heißt, es gibt auch keinen Sprint zum Ende, sondern es geht hier wirklich nur gegen die Uhr. Gruppenbildung gibt es aber auch, damit man sich mal gegenseitig helfen kann, gibt es immer einige Fahrer, je nachdem wie es passt, die dann hintereinander herlaufen. Ja, dann haben wir auch den Skiathlon. Das war, ja, bis vor 4 Jahren war das noch die Doppelverfolgung, so nannte es sich. Das sind Rennen, die gehen über 15 und 30 Kilometern, also bei den Damen sind es dann immer die ist es dann immer die geringere Entfernung, die man hinter sich bringen muss. Bei den Herren dann meistens dann immer also fast das Doppelte. Beim Massenstart haben wir dann später noch 50 Kilometer und 30 Kilometer bei den Damen. Beim Skiathlon sind es dann 15 und 30 Kilometer. Und hier haben wir eine Besonderheit, denn es gibt ja 2 Laufarten. Es gibt einmal den klassischen Stil, wo man quasi wirklich wie auf Schienen in so einer Loipe fährt und wo man halt wirklich mit den Armen ackert wie sonst was. Und dann gibt es auch diesen V-Schritt, das nennt sich Freistil oder auch Skating-Technik. Das sieht man dann, wenn man dann, ja, wenn der klassische Stil nicht vorgegeben ist, wie auch zum Beispiel beim Biathlon, dann sieht man diesen V-Schritt, in dem man doch ein bisschen besser vorankommen soll. Und ja, beim Skiathlon, das ist quasi ein Mix aus beiden. Das heißt, die erste Hälfte, bei den Herren dann die ersten 15 Kilometer, werden dann in diesem klassischen Stil gefahren. Danach geht es dann in die eigene Box. Hier muss man dann selber den Skiwechsel machen. Also da wechselt man dann auf die Skier für den Skating-Stil. Und danach geht es dann halt im Freistil die letzten 15 Kilometer weiter in diesem Skating-Schritt. Ja, das ist auch immer sehr, sehr spannend, gerade wenn man dann auch die Boxenstops quasi sieht. Und vor allem auch, weil es halt Läufer gibt, die eher im klassischen Stil vorankommen, die dann in Führung sind und dann vielleicht eingeholt werden von den Fahrern, die dann im Skating-Schritt besser unterwegs sind. Also der Läufer, der hier mit den beiden Stilen am besten umgeht, der hat hier die Siegchancen. Ja, dann gibt es natürlich auch noch einen Massenstart. Das ist das Rennen ganz am Ende. Das ist quasi auch wie so ein Marathon. Da gibt es dann einmal 30 Kilometer Massenstart der Damen und auch 50 Kilometer Massenstart der Herren. Das ist schon mal eine ganze, ganze Menge. Ja, hier starten dann alle gleichzeitig. Es gibt auch ähnlich wie bei der Tour de France, bei Radrennen gibt es Ausreißergruppen. Ja, da muss man sich natürlich dann auch überlegen, sind meine Sprintchancen so gut, dass ich Gold holen kann im Hauptfeld und hoffe, dass das Feld schön beieinander bleibt oder versuche ich es irgendwie ein bisschen Vorsprung rauszulaufen, aber hier ist es halt auch wirklich sehr wichtig, dass man da besonders mit einer guten Taktik rangeht, die Krafteinteilung passt und ja, das ist das A und das O. Ja, dann haben wir auch noch zuletzt das Staffelrennen.
Das heißt, hier auch wieder Nationen. Vier Läufer gibt es insgesamt, beziehungsweise vier Läuferinnen. Bei den Damen sind es 5 Kilometer, bei den Herren sind es 10 Kilometer. Und ja, die ersten beiden Läufer laufen hier im klassischen Stil, die beiden letzten dann im Freistil. Und das ist natürlich auch immer eine sehr spannende Angelegenheit. Ja, da so viel erstmal zu den verschiedenen Disziplinen, die wir haben. Ja, dann kommen wir zu dem Skiathlon. Also, der findet am 9. Februar direkt statt. Das ist, glaube ich, der zweite Wettkampftag, der richtige. Die Damen sind schon einen Tag früher dran. Um 14 Uhr deutscher Zeit geht es dann hier los. 2010 hat Markus Hellner gewonnen. Der ist auch dieses Jahr denn im Favoritenkreis zusammen mit Petter Northug. Der ist wirklich, von dem wird wirklich viel erwartet bei den Norwegern. Also der ist hier wirklich neben seiner Kollegin Marit Bjørgen einer derjenigen, der hier wirklich richtig absahen kann. Ja, bei den Damen, ach ja, und Tobias Angerer wollen wir natürlich auch nicht vergessen, auch ein exzellenter Langläufer aus Deutschland. Auch der ist mit im Favoritenkreis wahrscheinlich nicht ganz so hoch angesehen wie Petter Northug, aber ja, es geht doch immer sehr, sehr knapp beieinander. Und ja, da wird wahrscheinlich dann auch der Sprint mit entscheidend sein. So, bei den Damen hat die Marit Bjørgen gewonnen und die wird eigentlich bei fast allen Disziplinen hier als Favoritin gehandelt. Also ich denke mal, Marit Bjørgen wird auch diejenige sein, die aus den Olympischen Spielen mit den meisten Goldmedaillen dann rauskommt. Also die hat auch die Chance auf 6 goldene. Wahrscheinlich wird sie 4 oder 5 holen und das wird kein anderer Athlet toppen. Also so ist das zumindest meine Prognose. Ja, dann haben wir den Freistil-Sprint. Das ist, wie schon gesagt, 4 Läufer starten jeweils. Die beiden Besten kommen weiter, bis wir dann das Finale haben. Die Stile, die wechseln übrigens immer. 2010 war es hier noch der klassische Stil. Bei den anderen, wo Freistil war, war da auch der klassische Stil. Also das wechselt immer so ein bisschen rum. Und ja, 2010 waren Nikita Krukov und Alexander Panschinski, gar nicht so einfach, waren 2010 nämlich bis auf die Hundertstel zeitgleich. Trotzdem wurde hier Nikita Krukov dann zum Sieger erklärt und auch dieser ist 2014 in Sochi Favorit. Auch hier die Margit Bjørgen Favoritin, hat auch 2010 Gold geholt, wenn es auch sehr knapp war, aber ja, kann man eigentlich schon sagen, dass sie hier wirklich die allerbesten Chancen hat. Dann der 15 Kilometer klassisch, das ist der Einzelstart, wo man dann auf Zeit läuft. Um 14 Uhr geht es dann hier jeweils am 13. und 14. Februar los. Dario Colonia hat hier aus der Schweiz 2010 die Goldene geholt und im Favoritenkreis neben dem Norweger Petter Northug sind die beiden Deutschen Tobias Angerer und Axel Teichmann. Bei den Damen hat Charlotte Kalla aus Schweden Gold geholt und auch hier Marit Bjørgen als absolute Favoritin. Ja, die Staffel, da waren die Schweden sehr, sehr stark 2010, die Herren. Da hat ja auch, also der Hellberg hat ja auch viele Medaillen schon geholt, auch WM und Weltcup. Und neben den Norwegern sind hier die Schweden dann wirklich die Favoriten. 2010 hat es für die Schweden noch gereicht. Bei den Damen waren 2010 die Norwegerinnen ganz weit vorne mit Abstand und auch 2014 wird es wieder so sein. Also da werden die anderen Nationen wahrscheinlich nicht viel Land sehen. Ja, dann haben wir noch den Teamsprint. Beim Teamsprint haben Pettersen und Northug 2010 die Goldmedaille für Norwegen geholt. Die sind auch wieder in diesem Jahr Favoriten neben den Krukov und Petjuchov aus Russland, dem Duo. Ja, bei den Damen haben wir sogar Efi Sachenbacher-Stehle und Claudia Nystad haben hier 2010 ganz überraschend die Goldmedaille geholt. Das wird dieses Jahr nicht wiederholbar sein, da die Efi Sachenbacher-Stehle mittlerweile Biathlon läuft. Und ja, Favoritinnen sind hier Diggins und Kicken aus den USA. Ausnahmsweise mal nicht die Norweger. Denn die haben wirklich eine exzellente WM-Leistung gebracht 2013 und deswegen habe ich sie hier als Favorit genommen, weil die wirklich zeitlich doch deutlich besser waren als die Konkurrenz. Ja, last but not least haben wir hier noch die 50 Kilometer, den Massenstart, die Marathon-Disziplin und ja, da ist Petter Northug
für mich der Favorit, neben der ganzen Reihe Deutscher, also Tobias Angerer, Axel Teichmann, Jens Filbrich und Hannes Dotzler, das sind wirklich alles sehr gute Läufer. 2010 hat es noch für den Norweger gereicht. Ich kann mir sogar gut vorstellen, wenn der Nørtug mal eine nicht so gute Leistung zeigt, dass die Deutschen hier zuschlagen können. Denn 2010 war zum Beispiel Axel Teichmann nur 0,3 Sekunden langsamer als Nørtug und wir reden hier von 50 Kilometern. Also das ist gar nichts. 2010 bei den Damen hat Justyna Kowalczyk aus Polen gewonnen. Die hat mit Sicherheit dieses Jahr auch wieder relativ gute Chancen, hat auch gute Leistungen gebracht, aber Marit Bjørgen ist hier auch das Maß der Dinge. Also da braucht man sich nichts einreden, die Norwegerin, die wird hier mit Sicherheit absahnen ohne Ende. Ja, dann das Stadion. Also es findet auch im Laura Biathlon und Skilanglaufzentrum statt in Krasnaja Poljana, wo ja viele Wettbewerbe hier auch stattfinden, abgesehen von den Stadien, Sportarten, die dann direkt in den Stadien in Sotschi stattfinden. Laura heißt es, weil es von einem Gebirgsfluss des Kaukasus stammt. Und ja, 7500 Zuschauer finden in dem Stadion statt. Hier finden auch die Biathlon-Wettkämpfe statt. Und ja, da wird die Hütte wahrscheinlich auch sehr voll sein. Ja, ich bedanke mich erstmal, das ist erstmal so ein kleiner Überblick jetzt gewesen zu dem Skilanglauf. Morgen Abend um 21 Uhr geht es dann weiter mit der nächsten Disziplin, das wird Skispringen sein. Ja, eine Wackeldisziplin der Deutschen, ich weiß, aber ja, mal gucken, vielleicht kommt ja was zusammen, ich werde es morgen dann erläutern. Wäre schön, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. 21 Uhr hier auf meinem Kanal, wenn es euch gefallen hat, sehr gerne einen Daumen hoch, gerne auch einen Kommentar. Und ja, gerne dürft ihr das Video auch teilen. Wäre wirklich schön, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Macht's gut, Leute. Schönen Abend noch.